Exoskelett ist ein über der Kleidung tragbarer robotischer Anzug, der batteriebetrieben ist. Wir haben ein Endoskelett, ne? Also wir tragen unser Skelett im Körper und ein Exoskelett ist eben außerhalb des Körpers, so wie das Insekten haben. Und darin ist es biomechanisch auch angelehnt. Ne? Das ist eben ein hartes Außenskelett, was einen von außen unterstützt. Und der es eben Menschen mit Schwächungen oder Lähmungen in den Beinen ermöglicht, zu stehen und zu gehen. Eigentlich wurde ja dieses Exoskelett, auch das Exo, entwickelt für die militärische Anwendung. Sollte er eigentlich dafür da sein, um Lasten bis zu 500 Kilogramm im Feldeinsatz auch zu tragen. Und soweit ich weiß, war es so, dass bei den Soldaten auch in den USA der Krankenstand wegen Rückenschmerzen so hoch war, dass dann daher eigentlich die Entwicklung dieses Exoskeletts kommt. Ja. Das eine ist, dass die ALS ja eine Erkrankung ist, die mit diesen fortschreitenden Lähmungen auch einhergeht und motorischen Einschränkungen und dadurch eine Erkrankung, die halt an die Versorgung mit unterstützenden Hilfsmitteln eben auch hohe Anforderungen stellt. So dass also die Robotik für unsere Patienten auch interessant ist, um auch verloren gegangene Funktionen zu kompensieren. Das andere ist, dass diese Gangroboter bei spastischen Lähmungen einen guten Effekt auch haben auf die Spastik und das Gangbild, sodass wir uns da eben auch einen therapeutischen Effekt eben erhoffen. Hallo. Wie geht's? Gut? Hallo. Hallo. Ist schon alles eingestellt und bereit. Wir können quasi zur Tat schreiten. Prinzipiell bin ich für jeden Patienten eine Stunde da. Wie lange der Patient tatsächlich im Exo läuft, ist sehr unterschiedlich. Einfach individuell von der Leistungsfähigkeit des Patienten, weil es für viele Patienten auch sehr anstrengend ist. Sie kommen quasi so nah seitlich an das Gerät wie möglich ran und dann helfe ich Ihnen, in den Stuhl zu transferieren. Und Sie setzen sich einfach quasi in das Gerät rein. Das größte Problem ist nämlich das Aufsteigen. Das will ich nämlich ohne Unterstützung durch den Rollator nicht gewohnt. Das bekommen wir hin, das ist kein Problem. Sie sagen mir, wenn Sie Hilfe brauchen. Ja? Ach, Scheiße. Darf ich Ihnen hier mit dem Bein einmal ein bisschen helfen? Gut. Jawohl. Hervorragend. Super. Also für mich ist es jedes Mal toll, weil viele Patienten eben auch sehr skeptisch am Anfang sind. Und im Prinzip weiß ich, dass es funktioniert. Der erste Vorteil besteht darin, dass die Betroffenen wieder psychologisch in einer aufrechten Körperposition sich bewegen können. Das ist für die Krankheitsverarbeitung extrem wichtig. Der zweite Vorteil ist, dass die Betroffenen wieder durch die aufrechte Körperposition besser atmen können. Und der dritte Vorteil ist, durch das Laufen in einer physiologischen Position wird auch die Durchblutung der Beine wieder verbessert. Okay. Und bei drei. Eins, zwei und drei. Fast alle Patienten, die bisher das Training gemacht haben, berichten, dass sie das Gefühl hatten, dass die Atmung sich verbessert hatte. Sie haben besser Luft bekommen danach. Teilweise ging auch dadurch das Sprechen besser. Fast alle Patienten, die es bisher gemacht haben, haben berichtet, dass sie vorher doch mit Rückenschmerzen, Muskelschmerzen noch Probleme hatten, die nach dem Training auch besser geworden seien. Es ist bei einigen Patienten ein positiver Effekt auch auf das Gangbild da, dass sie halt besser laufen können, so noch eine Restlauffunktion auch da war. Und das auch ja zumindest aus eigenem Antrieb zu machen, weil die Patienten ja den Schritt selbst initiieren, auch das muss auch ein tolles Erlebnis sein. Schön, wenn der Schmerz nachlässt, meinst du das?
Mom. Ja, klar, mit der Halskrause noch mal viel mehr. Wunderbar. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man vier Jahre lang nicht gelaufen ist. Das ist ein enges Gefühl. Es ist immer noch schön, gerade wenn Angehörige mit dabei sind und man wird dann schon auch manchmal ein bisschen emotional, das ist schon schön. Also mir macht es wahnsinnig viel Spaß, damit zu arbeiten, weil ich auch überzeugt von der ganzen Geschichte bin. Natürlich verdiene ich auch mein Geld damit, ganz klar. Aber ich bin persönlich überzeugt von der Technologie und von dem, was man eben damit erreichen kann. Ich war vor allem fasziniert davon, dass ich beide Beine wieder aneinander ernährten, und zwar in dem Sinne, dass sie in einem Verbund agierten. Das heißt, einen Schritt nach dem anderen. Das war für mich unvorstellbar schön.